Sehr ganz zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Arminia Bielefeld. Ich muss direkt im Voraus schon mal ankündigen, meine Stimme wird nicht lange so durchhalten. Die wird extrem down gehen. Das liegt einfach daran, dass die immer noch angeschlagen ist vom Wochenende. Kann ich leider nichts gegen machen. Das hält mich natürlich nicht davon ab, dieses Video für euch heute zu produzieren. Bin ein bisschen im Zeitdruck, weil es gerade schon 16.43 Uhr ist und dieses Video heute Abend noch online gehen soll. Aber was tut man nicht alles für seine lieben Abonnenten? Wenn das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Da wir spielen heute zunächst einmal gegen den Karlsruher SC und dann gegen RB Leipzig. Das heißt, zwei Teams, die momentan in der Tabelle relativ weit unten stehen. Überraschenderweise ist RB in diesem Karrieremodus nicht so stark wie in Realität. Aber das muss ja bekannterweise nichts heißen, denn auch im Arminia Bielefeld Karrieremodus sind wir gegen die schwächeren Teams teilweise nicht ganz so stark wie gegen die guten. Wir wollen nochmal ein bisschen Kohle bekommen, denn ich möchte mein Gehaltsbudget für eventuelle Anfragen aufbessern. Dafür können wir das Liga-Ziel nochmal hochschrauben, denn momentan ist ja nicht so wahrscheinlich, unwahrscheinlich, dass wir Ligameister werden. Dementsprechend werden wir das auch zu der ganzen Anfrage dazu schreiben, im dritten Versuch zumindest endlich mal, und schauen mal, was der Vorstand ja so raushauen wird, wie er sich ergeben wird oder wie er sich dazu herablassen wird, uns Geld zuzuschießen klingt ganz gut. Wir müssen unsere Aufstellung ein bisschen verändern im Vergleich zum letzten Spiel. Unter anderem bringen wir Christensen in die Innenverteidigung. Nöte geht auf die Bank. Dazu packen wir Finne in den Sturm zusammen mit Melvin Lorenzen. Das heißt, unser ehemaliges Traumduo ist wieder vereint und links spielt Ryan Gold, während rechts Afane spielt. Wir gehen ins Spiel. Der Tabellenführer aus Bielefeld zu Gast im Wildparkstadion beim Karlsruher SC. Und die Karlsruher, die letzte Saison ja knapp in der Relegation gegen den Hamburger SV gescheitert waren und erst in der Nachspielzeit der zweiten Partie zu Hause das entscheidende Auswärtsgegentor kassiert hatten, stehen momentan in der Tabelle ganz in anderen Regionen als in der Vorsaison. Sie sind nicht mal im Ansatz auf Tabellenplatz 1 wie Arminia Bielefeld, sondern dümpeln irgendwo im Mittelfeld rum. Genauso der nächste Gegner von Arminia Bielefeld, der Tabellenneunte RB Leipzig, die heute ein bisschen weiter nach oben rutschen können, allerdings genauso gut in die andere Richtung gehen können, wenn der Karlsruher SC gewinnt. Das heißt für Bielefeld zwei richtig wichtige Spiele in der Hinsicht, dass ihre Gegner richtig die Punkte brauchen. Die DSC momentan auf Tabellenplatz 1 in der Auswärtsbilanz, genau so wie in der Heimbilanz und natürlich auch in der Gesamtbilanz 27 Punkte. Das sind genauso viele wie der SC Paderborn und heute sollte im Idealfall 3 dazukommen. Das Ganze sollte erreicht werden mit den beiden Sturmspitzen Melvin Lorenzen und Bad Finne dazu. Gleich zunächst einmal beim Karlsruher SC. De Görleshausen im Tor, davor Traut, Gordon, Gulde und Kemper auf der 6. Jonas Meffer zusammen mit Dominik Peitz, Manuel Torres und Dimitri Nazarov zusammen mit Hiroki Yamada hinter der einzigen Sturmspitze Jimmy Hoffa. Auf der anderen Seite, wie gesagt, waren die beiden Stürmer wieder vereint. Melvin Lorenzen, der Deutsch-Engländer, spielte neben Bad Finne. Dahinter auf der 10 Tim Diersen, Ryan Gold und Afan auf den Flügeln, die Defensive mit dem defensiven Sechser Felix Burmeister, Sebastian Schuppan, Andreas Christensen, Julian Börner, Florian Dick und natürlich Torhüter Wolfgang Hesel bestens aufgestellt. Die beste Defensive der Liga erwartete, eine der schwächsten Offensiven der Liga. Das war das größte Problem des Karlsruher SCs. Heute sollte es im Idealfall anders laufen. Allerdings ging es direkt mal gut los für die Arminia, denn die spielte von Beginn an in den blauen Trikots von rechts nach links und spielte richtig gut nach vorne. Arminia Fahne mit dem Ball auf Bart Finne und der wird an der 16er Kante hier jetzt gefoult von Gordon. Holt den Freistoß raus und nimmt ihn natürlich auch dankbar an. Nach 2 Minuten eine richtig gute Chance für die Arminia per Freistoß und sie haben dann Spezialisten. Der eine, der heißt Arminia Fahne, der andere ist Florian Dick, der Kapitän, der kann richtig gute Freistöße schießen, trifft hier allerdings nur die Mauer und dementsprechend geht der Ball über den Kasten. Die anschließende Ecke nehmen wir auch direkt nochmal mit. Arminia Fahne bringt den diesmal selber in die Mitte und da ist Felix Burmeister, kommt aber nicht an den Ball heran. Schuppern nochmal auf Melvin Lorenzen und der zieht aus der Distanz ab. Das hat öfter schon funktioniert in der Saison für die Arminia. Hier geht der Ball aber knapp am Tor vorbei, auch wenn Hörleshausen da nicht reagiert. Das Ding war richtig knapp, wie wir hier in der Wiederholung eindrucksvoll bewiesen bekommen. Wir gehen in die nächste Situation und das war wieder ein Fehler von der Defensive der Karlsruher. Gordon mit seinem nächsten Patzer, diesmal ist wieder Bad Finne, der bevorteilt, setzt sich hier klasse durch. Seine Flanke ist eigentlich gar nicht so stark, geht aber auf die Latte. Da wäre Hörleshausen wohl nicht mehr da gewesen. Zum Glück geht der Ball des Norwegers auf die Latte und eben nicht unter die Latte und ins Tor. Der Norweger mit dem Finish anmutenden Namen war trotzdem der beste Mann auf dem Platz, machte richtig Alarm und holte auch den nächsten Freistoß raus nach knapp 29 Minuten gegen ist ja ganz klar ein Defensivspieler des Karlsruher SC und der sah folgerichtig die gelbe Karte in dieser Situation. Das war eine relativ knifflige Situation. Sascha Traut sieht hier den gelben Karton. Hätte er später gefault, wäre es Elfmeter gewesen. Das heißt im richtigen Moment dazwischengang Arminia Fahne aus 30 Metern. Das sah besser aus als bei Dick, aber Hörleshausen ist da und wehrt diesen Ball zur Ecke ab. Danach war schon Halbzeit. Die Arminia war das überlegene Team von Karlsruhe, kam offensiv mal wieder überhaupt nichts. Also alle guten Vorsätze, die sie sich gemacht hatten, waren über den Haufen geworfen. Bart Finne, der aktivste Mann auf dem Platz,
und der auffälligste Top-Torschütze Melvin Lorenzen war bisher noch überhaupt nicht auffällig gewesen. Das musste im zweiten Durchgang aus Sicht von MGT natürlich noch ein bisschen besser werden. Allerdings ging das Ganze steil bergab, denn die Arminia kam zwar gut aus der Pause raus, aber es flachte immer weiter ab. Zunächst einmal gehen wir direkt wieder rein und es gab den nächsten Freistoß, nachdem Gold hier an der 16er Kante gefoult wird. Auch das gibt natürlich die gelbe Karte für Kempe. Allerdings ist das wieder eine sehr, sehr schöne Position für Florian Dick und eben nicht für Amina Fahne, der den Ball gerade so gefährlich aufs Tor gebracht hat. Dick, ja, beim ersten Freistoß in der Mauer hängen geblieben. Jetzt der nächste Versuch für den Routinier, für den Kapitän. Allerdings diesmal viel zu hoch angesetzt und dementsprechend weiterhin 0-0. Danach müssen wir schon in die 82. Minute springen. Die Arminia versucht es nochmal nach vorne, allerdings kam nicht mehr wirklich viel. Der eingewechselte Nöte hier auf Dennis Mast, der mit der Flanke in die Mitte und da ist Nöte, kommt aber nicht an den Ball ran und springt vorbei. Dementsprechend weiterhin 0-0. Und das war die letzte Aktion der Partie. Die Arminia mit einer starken Leistung, allerdings nicht mit genügend Zug zum Tor. Dementsprechend 0-0. Der Karlsruher SC schoss während der gesamten Partie nicht ein einziges Mal auf den Kasten der Arminia. Die Männer von der Alm also mit Bundesliga, Zweitbundesliga-Rekord, denn noch nie war ein Team so schlecht wie der Karlsruher SC in dieser Partie. Die Fans wurden für ihr Eintrittsgeld nicht belohnt, die Arminia wurde für die Reise nicht belohnt. Sie nehmen immerhin einen Punkt mit, der aber Karlsruhe mehr hilft als der Arminia. Die stehen weiter auf der Tabellenplatz 1. Karlsruhe entfernt sich zumindest ein bisschen von den Abstiegsrängen. So, ja, gut, hätte man besser machen können, kann man, denke ich mal, nicht drüber streiten, denn das war eine relativ einfache Partie eigentlich, weil halt, ja, Karlsruhe nicht wirklich was gemacht hat. Ne? Meine Stimme, ihr merkt schon, geht immer weiter den Bach runter, aber ich labere einfach munter weiter und freue mich, dass wir ein bisschen Transferbudget dazu bekommen. 840.000 gewährt uns unser Vorstand, sind nicht ganz die geforderten 4 Millionen, aber ist schon mal gar nicht so schlecht. Dementsprechend können wir uns Bart Finne leisten und das war ja die eigentliche Intention dieser ganzen Anfrage, dass wir irgendwie den, ja, norwegischen Nationalspieler in unserem Verein behalten, wenn wir aufgestiegen sind. Es könnte übrigens sein, dass wir nächste Saison gar nicht mehr bei der Arminia sind, sondern dass wir eventuell den Verein wechseln und zwar zu einem besseren Club, wenn ich aufgestiegen bin, dass wir einfach ein Manager-Angebot annehmen, sodass wir in diesem Karrieremodus wirklich Karriere machen und nicht immer im gleichen Verein bleiben. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Es kann durchaus sein, dass ich je nach eventuell zu einem Bundesliga-Verein wechsle oder dass ich in die spanische Liga wechsle oder in die Serie A oder so weiter. Das ist alles möglich. Das heißt, dieser Karrieremodus ist nicht restriktiv wie die andere, wo ich bei Newcastle bleibe. Und beim anderen Verein eventuell. Lasst euch überraschen. Aber bei Bielefeld wäre das eine andere Möglichkeit, dass ich den Verein quasi aufbaue, so ein bisschen in die erste Liga führe, da vielleicht noch eine Halbserie mache und dann Angebot annehme von irgendeinem Verein. Was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich überlege auf jeden Fall. Momentan sind wir noch in Liga 2. Erstmal müssen wir den Aufstieg klar machen und dafür spielen wir jetzt gegen RB Leipzig und wechseln so ein bisschen rum. Unter anderem geht Gold auf die 10 und Dennis Mast kommt ins linke Mittelfeld. Nee, Finne, ach, ist ja auch egal. Ihr habt es gesehen, Nöte in die Startelf. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. RB Leipzig zu Gast in der Schüko Arena. Die Arminia, der Tabellenführer, empfing die roten Bullen von Rasenballsport Leipzig und die hatten momentan richtige Probleme, denn nur auf Tabellenplatz 11 momentan war nach dem letzten Spieltag von Tabellenplatz 9 noch weiter runtergerutscht. Natürlich ging das gar nicht komplementär mit der, ja, Voraussetzung bzw. mit den Vorgaben der Vereinsführung. Die wollten ganz gerne aufsteigen. Das sieht momentan bei Bielefeld deutlich besser aus. 12 Punkte Vorsprung. 8 Spieltage vor Schluss, sieht schon relativ gut aus. Es scheint, als ob die Arminia den direkten Durchmarsch in die erste Liga klar machen würde und das mit deutlich weniger Mitteln als der heutige Gegner. Wenn man sich die Aufstellung mal anguckt, sieht das schon relativ unterschiedlich aus. Der Spieler im Fokus, Melvin Lorenzen mit 12 Toren immer noch vor Daniel Adlung mit 9 Toren, der Top-Torschütze der zweiten Liga, stand heute wieder in der Startelf, diesmal mit einem anderen Sturmpartner, nicht mit Bart Finne, sondern mit Christopher Nöte, der neben ihm von Anfang an ran durfte. Zuletzt der Doppelpack, letzte Partie nach seiner Einwechslung gut gespielt. Dieses Mal sollte er wieder von Anfang an Druck machen. Hesel im Kasten davor, Dick, Christensen, Börner, Schuppern, Diersen auf der 8, Finne, dann neben noch Afano auf der linken Seite, Ryan Gold, Melvin Lorenzen und Christopher Nöte. Wie gesagt, der Kader deutlich günstiger, qualitativ aber gar nicht so viel schlechter als der von RB Leipzig, wenn man nach der Tabellensituation mal geht. Wir schauen uns an, wie die roten Bullen in den weißen Trikots und roten Hosen heute spielen wollten. Natürlich im Tor mit Peter Gulaschi, davor Georg Teigl, Willi Orban, Antin Schnukan und Anthony Jung. Dann auf der 6er Position Ilsanka und der mit davor Massimo Bruno, Marcel Sabitzer und in der Sturmspitze Kim Shin-Wook und Davy Selke, der ehemalige Bremer. Die beiden sollten für Torgefahr sorgen. Momentan ja immer noch die größte Stärke der Arminia, dass sie keine Gegentore bekommen. Ob sich das heute ändert, wir werden sehen. Schiedsrichter der Partie, Heiner Schnitti, und der dauerte, beziehungsweise der wartete ein bisschen, bis er die Partie anpfiff. Denn einige Fans, ja, die soll es tatsächlich geben, von RB Leipzig hatten das Stadion nicht rechtzeitig erreicht, wegen der Verkehrssituation in und um Bielefeld. Und dementsprechend warte man 4 Minuten und pfiff die Partie dann mit etwas Verspätung an. Allerdings machte das der Partie keinen Abzug, denn es war trotzdem eine relativ flotte Begegnung in den ersten Spielminuten und die erste Chance hatte überraschend
überraschenderweise gar nicht die Arminia, sondern RB Leipzig mit seinen Topstürmern Selke und Kim Shin-Wook. Das ist Selke, der setzt sich hier durch gegen Schuppan, macht das klasse, geht in den 16er. Christensen ein bisschen zu passiv, an dem geht er auch wunderbar vorbei und legt den Ball ab auf den Südkoreaner Hesel mit einem klasse Reflex und wehrt den Ball zu LK ab. Dementsprechend nicht das 0:1 nach 5 Minuten. Wieder mal die Stärke der Arminia. Defensiv stehen sie im Notfall immer noch richtig gut mit Hesel hinten drin und dementsprechend verhindert er hier das 0:1. Es ging weiter mit der Arminia auf der anderen Seite. Das ist Christopher Nöte, der eine starke Partie macht. In der Anfangsphase setzt sich hier gut durch die Flanke auf Lorenzen. Das Ganze aber abgewehrt zur Ecke. Die Ecke natürlich trotzdem eine gefährliche Situation für RB, denn die kassieren die zweitmeisten Standardgegentore der Liga und die Arminia ist nach Standards richtig gefährlich. Tim Diessen bringt den Ball aber nicht hoch in die Mitte, sondern schlägt den, wie oft schon in der Saison, raus auf Amina Fahne und der wird abgefälscht vom eigenen Mann. Der wäre sonst wohl drin gewesen. Gulaschi wäre chancenlos gewesen, aber so blieb es weiterhin beim 0:0. Trotzdem spielt die Arminia jetzt besser nach vorne. Wieder der weite Ball nach vorne auf Nöte. Der machte mit Willi Orban und Nukan, was er wollte. Hier geht dann der Grätsche von Orban vorbei, setzt sich gegen Nukan noch durch und schießt und der Innenpfosten rettet. Ja, hier in der Situation für Gulaschi das zweite Mal, dass nicht er selber eingreift, sondern irgendwas anderes und ja, RB Leipzig vor dem Rückstand rettet. Weiter ging es mit Nöte in der Offensive, wieder gegen Nukan, klasse, aber es ja, fehlt im Endeffekt immer so ein ganz kleines bisschen, wie gerade beim Pfostenschuss, die Präzision und somit ging es mit 0:0 in die Pause. RB Leipzig hatte noch nicht wirklich was für die Partie getan, nach den ersten 5 Minuten waren die weitestgehend abgetaucht, allerdings konnten sie das 0:0 enthalten und dieser Punkt könnte schon sehr wichtig sein gegen den Tabellenführer. Bielefeld braucht die Punkte nicht zwingend, Leipzig schon, aber auch in der zweiten Halbzeit machte RB nicht sonderlich viel fürs Spiel und verlagerte sich darauf, defensiv gut zu stehen und der Mina den Spaß am Fußball zu rauben. Wir sind bereits in der 49. Minute, es gab mal eine Chance, ja, für RB Leipzig, das war wieder der Auftakt für die zweite Halbzeit, Sabitzer mit dem Freischuss, 30 Meter, Hesel ist da und der Nachschuss dann von Bruno auch am Kasten vorbei, dementsprechend nicht die Führung für RB und danach, wie gesagt, verlagerten sie auf die Defensive. Wir sind schon in der 80. Minute, es passierte nichts, Bielefeld fiel nicht ein, sie machten aber nicht besonders viel, hier sieht man mal, Börner geht nach vorne, aber sehr unglücklich in seinen Aktionen in der Offensive. Auf anderen Seite nochmal die Chance, 90. Minute, aber ja, Bruno entscheidet sich eher zur Eckfahne zu gehen und auf Zeit zu spielen, da sieht man, wie dringend nötig RB diesen Punkt hat und wie defensiv sie tatsächlich die ganze Partie überstanden. Setzt sich hier gegen zwei Spieler, der sehr hoch veranlagte Belgier hatte von seinem ganzen Potenzial in der Partie nichts gezeigt und hier, naja, immerhin ein bisschen Zeit gewonnen. Das reicht im Endeffekt auch Arminia Bielefeld mit einem 0:0 gegen RB Leipzig, die zumindest einen Punkt von der Alm mit nach Hause nehmen, nach Leipzig von der Schüko Arena wegentführen. Die Fans waren natürlich nicht zufrieden mit der Leistung, aber später sagte Trainer bzw. Manager Ralf Rangnick, dass das Ganze in Ordnung sei, wenn man denn tatsächlich im Endeffekt ja, im Mittelfeld bleiben sollte. Dann müsste man nächste Saison natürlich besser dastehen, aber so ginge es in gewisser Weise. MGT war nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, da muss offensiv ein bisschen mehr wieder gehen in den nächsten Wochen. Allerdings ist 0:0 auch in Ordnung und so trennen sie sich mit Unentschieden von RB Leipzig. Eine sehr torarme Episode heute. Kein einziges Tor in den beiden Partien. Tut mir natürlich ein bisschen leid für euch, aber solche ja, Spiele gibt es halt einfach auch im Karrieremodus. Ich habe ja mich immer beschwert, dass, der Karrieremodus zu einfach sein mit dem Schwierigkeitsgrad Legende, das stimmt in meinen Augen auch immer noch. Also ich sehe es immer noch relativ ja low an. Allerdings habe ich eine Möglichkeit gefunden, das habe ich im privaten Karrieremodus beziehungsweise im anderen Karrieremodus rausgefunden. Das werde ich hier erst zur nächsten Saison, wenn dann, umstellen. Und zwar das Spiel von Normaltempo auf Schnelltempo umzustellen. Schreibt mir in die Kommentare, meint ihr wirklich, das ändert irgendwas? Oder meint ihr, das macht sogar noch einfacher? Ich weiß es nicht, aber das wäre auf jeden Fall die Möglichkeit. Das Bild ist jetzt schon schwarz, ich habe ein bisschen zu lange gelabert, aber auch das kommt mal vor. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Und ciao. Haut rein. Und ciao. Haut rein.